Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Prison Architect. Und ich habe mich immer noch nicht so ganz entschieden, wo ich denn meine Laundry hinmache. Ich glaube, wir machen die hier unten hin. Die sollte wahrscheinlich auch nicht allzu klein sein. Wäre natürlich dann auch ein Gebäude, was wir dann erweitern würden. Hier ist der Gang, der Zugangsgang sozusagen zu den anderen Gebäuden. Dann müssten wir die quasi hier so hinbauen. Damit wir mal zur Not dann noch einen Gang durch die Dusche bauen können oder so. Ich weiß es nicht. Sollen wir es mal so machen? Nee, es ist alles Mist. Es ist auch alles Mist. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Oder wir machen die einfach hier so rein. Ist auch Mist, ne? Ich wollte das jetzt. Ja, oder hier unten dann weiter dran. Weil wir haben ja auch hier die Zubehörteile. Und dann haben wir auch mal einen Grund, hier diesen Raum endlich mal weiterzumachen oder fertig zu machen. Sollte auch nicht zu klein sein, die Wäscherei. Komm, machen wir so. Wird hier eh wieder alles falsch gemacht mit der Mauer, was ich ja nie verstehen werde, wie man das richtig macht. So, und dann müssen wir hier diese Mauer entfernen. Und dann wird das unsere Wäscherei. Und ja, in der Wäscherei, was brauchen wir da? Können wir schon mal gucken hier. Objekte, Laundry Machine. Und Laundry Basket. Die Dinger, mit denen dann die Jungs dann hin und her fahren und die Sachen einsammeln. Ströme brauchen wir, glaube ich, auch noch, so wie es aussieht. Ja. Und wahrscheinlich auch Wasser. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt mit den Wänden ist. Diesmal scheint es richtig zu werden. Oder auch nicht. Oh, ich verstehe es einfach nicht. So, dann legen wir hier noch Kacheln rein. Ja, ich weiß einfach nicht, warum das. Also, es wird mir ein Rätsel bleiben. So, und dann machen wir hier jetzt eine normale Tür rein oder gar keine Tür rein. Oder was machen wir denn da für eine Tür rein? Ja, eine normale Tür wäre ja schon gut, ne? Okay. Da werden die Leitungen gelegt. Dann können wir jetzt schon mal sagen, hier Laundry, dann können die schon mal anfangen, hier die Sachen reinzufahren. Da oben stehen ja schon Laundry-Sachen rum. Wahrscheinlich ist der Raum viel zu groß und ich habe wieder viel zu viel Geld aus dem Fenster geworfen, aber das werden wir gleich sehen. So, und dann bauen wir hier eine Laundry Machine. Die stellen wir mal direkt einfach mal so hier hin. Und Laundry Baskets. Tun wir die denn mal hin? Hier so an die Wand. Hier rum müssen die denn? Bäh. Das ist schon so ekelhaft in meinem Gefängnis, da. Ironbar, Bügelbrett. Das brauchen wir natürlich auch. Und Laundry Baskets, wie gesagt, da brauchen wir ein paar mehr. Und das sind, wie gesagt, die Dinger, wo ich denke mal, wenn ich es richtig verstanden habe, die Gefangenen dann mit rumfahren. So, und dann müssen wir natürlich jetzt noch sagen, wer hier arbeiten soll. Jetzt haben wir hier. Was? Da haben wir sechs Maschinen. Dann nehmen wir mal hier acht. Einfach mal zu gucken, wie das dann aussieht, wenn die hier zugange sind. So, und das Ding hier, das braucht irgendwie noch Strom und Wasser. Dann legen wir doch einfach mal. So, kriegen wir Wasser her. Aha, hier. So. Also, Strömung und Wasser haben wir dann auch.
Können wir eigentlich hier noch Rump, Dump Rubble. Hier noch die Teils reinmachen und dann sieht es auch schon wieder toll aus. Mal schauen, ob dann auch hier die Maschinen funktionieren. Gleich kommen die nächsten Gefangenen und das ist jetzt noch ein Punkt, den müssen wir auch noch machen. Wenn da unten soweit das fertig ist, müssen wir natürlich neue Zellen bauen da oben. Und ja. Ein bisschen Geld will ich auch immer noch übrig haben, aber hier können wir schon mal eine Wand reinziehen. Und dann können wir hier mit unserem Klontool eine normale Zelle kopieren. Eine normale Zelle kopieren. Und dann die wieder hier reinsetzen. So, damit haben wir das Geld für heute ausgegeben. Und ich hoffe ja... Naja, eine Sache ist ein bisschen blöd, die wir immer machen. Wir kopieren jedes Mal eine Lampe mit. Seht ihr das? Das ist ein bisschen dämlich. Naja. Und irgendwo ist Aufstand. Warum ist hier Aufstand? Hier ist Aufstand. Eigentlich sinnlos, weil genug Mahlzeiten da sind. Und die demolieren uns hier die Einrichtung. Warum auch immer. Schauen wir mal kurz, warum das der Fall ist. Naja, Hygiene, das passt eigentlich. Die müssten jetzt eigentlich in der Dusche sein. Tja, die kommen jetzt erstmal in die Disziplinarzelle. Hier in der Dusche wird sie auch geprügelt. Ich frage mich ein bisschen, warum. Aber zum Glück haben wir jetzt Krankenschwestern, die sich dann... und Psychologen, die sich dann halt um alles kümmern können. Und mal schauen hier. Was jetzt in der Dusche wieder für ein Problem ist. Vielleicht sind ja nicht genug Duschen da. Gut, dass wir noch Geld gespart haben. Hör nicht. So, hier ist es wieder friedlich. Sehr schön. Also wir haben so viele Duschen hier, Jungs. Also ich weiß nicht, warum ihr euch aufregt. Vor allem habt ihr die ganzen scheiß Duschköpfe kaputt gemacht. Die darf ich jetzt alle reparieren, oder was? Also da kommt jetzt erstmal demnächst nochmal eine Wache hin. So, neue Gefangene haben wir aufgenommen. 37 von 17, das ist natürlich ein Problem. Aber, solange hier alle Maschinen zugange sind, in der Küche fleißig gebrutzelt wird, da können wir vielleicht dann noch ein paar mehr reinpacken gleich. Nur die Wäscherei funktioniert noch nicht. Glaube ich. Wollen wir mal eine Wache reinstellen, dass wir mal was sehen. Wollen wir denn eine Wache übrig? Die hier. Warum funktioniert nicht? Weil da kein Wasser ist. Und kein Strom. Strom hat er doch. Hier werden die Rohre verlegt. Ja, aber hier sind noch keine Jungs zugange. Hier hingegen schon. Schauen wir mal. Die brauchen natürlich auch eine ganze Zeit, bis sie da unten sind. Ja, und wenn ich jetzt richtig erinnere, ist es dann so. Oh, guck mal, morgen kommen 30 neue Gefangene. Da müssen wir noch ordentlich Nummernschilder machen. Wenn ich es richtig erinnere, ist es dann so, dass die jetzt hier hingehen mit ihrem Wägelchen. Da fahren die mit ihren Wägelchen dann hier oben zu den Zellen hin. Sauber machen tun die aber irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es da auch einen Job für gibt. So, hier, Working sieht man. Die gehen jetzt arbeiten. Hier oben werden neue Zellen gebaut. Der bringt ein neues Bücherregal.
So, was machen die? Ja, hier geht noch nichts voran, weil die Waschmaschine nicht geht. Und die geht noch nicht, weil die Leitungen noch nicht installiert sind. Alle Kochtöpfe sind hier in Betrieb. Wir brauchen vielleicht dann noch ein oder zwei Worker. Hier wird jedenfalls jetzt erstmal für Ordnung gesorgt. Vielleicht müssen wir dann doch irgendwann in CCTV Forschung investieren. Weil dann können wir zumindest so Sachen wie die Duschen, wo man jetzt nicht ständig eine Wache braucht. Also ich finde Räume, die, sagen wir mal, wo man zweimal am Tag für eine Stunde ist, wenn wir da immer eine Wache für postieren, das ist ein bisschen teuer. Ja, und die Jungs hier müssen auch noch verfrachtet werden. Das sind alles meine neuen Knackis. Da müssen wir mal sehen, wo haben wir denn hier Wachen stationiert, die wir im Moment noch nicht, die im Moment dann sinnlos sind. Hier, die können wir mal abziehen, dass die mal hier ein paar Gefangene eskortiert. Die kann Gefangene eskortieren. In der Holding Cell lassen wir lieber eine. So, dass wir zumindest mal die Gefangenen erstmal unterbringen. Die Zellen werden hier oben fleißig gebaut und bis Mitternacht sollten wir eigentlich dann mal, werden gerade die Betten reingestimmt. Da kommt jetzt einer mit dem Wäschewagen angefahren. Der bringt jetzt hier frische Wäsche. Ne? Tauscht die Wäsche aus. Bring den hier, guck mal. Seht ihr das? Da wird frische Wäsche verteilt. Ja, und dann haben wir auch das Closing-Problem. Also wenn ihr euch fragt, was wollen die denn wegen Kleidung und so, das ist das halt, ne? Die holen jetzt hier die Wäsche ab und machen... Aber sauber machen die nicht. Oh, hier hat es Prügelei gegeben. Hier gibt es auch Prügelei. Eieieiei, ja, wir müssen dringend sehen, dass wir die Leute hier untergebracht bekommen. Weil jetzt gibt es nämlich hier Prügelei. Oh weh, oh weh, oh weh. Und morgen kommen 30. Alter, wie soll das denn gehen? Da müssen wir jetzt ordentlich Geld verdienen. Einige werden auch entlassen, Gott sei Dank. Was sagt denn unsere Statistik jetzt eigentlich hier wegen Incidents und so? Ja, Serious Injuries hatten wir noch keine. Das sieht noch ganz gut aus. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Wachen. So, untergebracht haben wir jetzt schon mal alle. Natürlich hier sehr suboptimal in den Zellen hier. In der Holding Cell. Da müssen wir hier warten, dass die jetzt mal fertig werden hier oben. Was die werden, sobald wir dann Geld haben. Was ist mit der Laundry hier? Das ist immer noch nicht angeschlossen. Hä? Verstehe ich nicht. Kein Strom und kein Wasser. Merkwürdig. So, da werden hier die nächsten Zellen fertig. Da werden jetzt auch schon die ersten Gefangenen dann reinverlegt, obwohl noch keine Wände sind, aber ist ja jetzt nicht so ganz schlimm. Die haben jetzt alle hier schön hier, die haben dreckige Kleidung rausgelegt und die haben dann jetzt schon wieder frische Kleidung bekommen. Der hier würde gerne mal duschen, da hast du Pech gehabt, dann hättest du hier keinen Aufstand machen sollen. Ja, und im Prinzip sind die alle hier ganz glücklich, dass die hier jetzt gleich eine Zelle bekommen. Wobei das nächste Problem ist, wie gesagt, in 18 Stunden, das heißt in 18 Minuten, in der Ende, nach der nächsten Folge. Und dann seht ihr auch hier schon die nächsten Probleme, nämlich die Räume sind noch alle zu klein. Mahlzeiten haben wir aber genug, ne? Das sieht ganz gut aus. Okay, ja, also, wie, ob wir dieses Gefängnis dann hinbekommen oder total versauen, das seht ihr dann im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Empfehlt mich weiter. Ich freue mich über Kommentare, Feedback, Daumen, Abos und Likes und so weiter. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis bald.